Warum wird das immer dunkler, wenn ich keine anmache? Ahnung. Ich hoffe, dass man uns auf den Aufnahmen nachher trotzdem gut sehen kann. Wo ist denn die Kamera nochmal? Da oben, alles klar. Sehe ich aber gar nicht. Ha? Sehe ich nicht. Das macht nichts, du musst ja nur in die Richtung gucken, das reicht ja. Okay. Okay? Ja. Seht ihr, wir haben das jetzt schon so lange nicht mehr gemacht, dass wir schon vergessen haben, wo bei meinem Handy die Kamera ist. Das stimmt. Also in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir mal wieder mit einem aktuellen Film. Lang, lang ist es her, dass wir was aufgenommen haben. Es war einfach alles nicht wichtig genug. Es war alles, genau, es war alles einfach nicht wichtig genug. Es ist nicht so, dass wir es nicht auf die Kette gekriegt hätten oder so, es war einfach nicht wichtig genug. Wir haben dazu nichts zu sagen gehabt. Nee, überhaupt nicht. Wir haben ja auch nur sowas wir wie haben ja Macbeth geguckt und sowas. Selten was zu sagen zu sowas eigentlich. Genau, ja. Heute haben wir was zu sagen. Heute kommen wir mal wieder direkt aus dem Kino. Insofern machen wir es uns einfach. Wir waren in Mockingjay Teil 2. Das erste, nicht das erste, aber eins von zwei Pflichtprogrammen, die wir jetzt in den nächsten zwei Monaten haben. Ja. Das nächste wird dann... Ist ja klar, vielleicht was das kommt nächste noch ist. Was dazwischen. Man weiß es nicht so, aber was das nächste ist, ist eigentlich klar. Wir haben kurz vor Weihnachten und... Kurz vor Weihnachten 2015 und da gibt es eigentlich nur eine Adresse. Da. Weißt du, dass ich gestern diese Melodie auch sehr, sehr oft gesungen gehört habe? Egal. Ich weiß nicht, was er meint. Nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Ja, also wir haben uns heute Mockingjay Teil 2 angeguckt. Wir haben, wie wir es eigentlich öfter machen bei solchen Reihen, auch die anderen Filme nochmal vorweg gesehen. Teil 1 haben wir sogar heute nochmal geguckt. Die anderen ist schon wieder eine Weile her. Mhm. Sodass man halt die ganze Geschichte komplett auch nochmal im Kopf hat, so gut es geht. Ja. Bevor ich jetzt großartig einsteige, würde ich wirklich sagen, da du diejenige von uns beiden bist, die die Bücher halt auch gelesen hat, was ich nicht getan habe, würde ich einfach sagen... Fang mal mit deinem Fazit an, wie es dir gefallen hat, ob dir was aufgefallen hat. Na, du weißt ja, ne? Ich trinke derzeit noch einen Schluck aus meinem Cola. Riesen Cola-Becher. Cola Zero, was jetzt noch übrig ist. Also, jetzt muss ich mich gerade sammeln. Also ich fand ihn echt gut, so spannend. Ja, du hast ja gesagt, ich habe die Bücher gelesen. Ja, habe ich. Ist schon ein bisschen her, weil ich habe den ersten Film gesehen und dachte, danach wollte ich einfach wissen, wie es weitergeht. Hm. Und dann habe ich halt die Bücher gelesen. Und fand die Bücher okay. Also ich fand die Story gut und die Idee super. Der Stil hat mir so gar nicht zugesagt. Ich habe mich da teilweise auch... Der ist halt wirklich... Ist Gott sei Dank einfach zu lesen, sonst hätte ich mich da echt durchgequält. Aber gerade das war auch ein bisschen das Problem. Es war mir halt zu einfach. Stimmt. Jetzt kannst du direkt noch eine Literaturkritik ja, genau. mit einbringen. Das ist eigentlich nicht. Ja. Aber ich kann sowas wie Story und Innovation und Kreativität kann ich definitiv da positiv bewerten. Also ich fand die Story einfach cool und die Charaktere cool. Mhm. Und nur weil mir der Schreibstil von der Frau Collins nicht gefällt, heißt das nicht, dass es ein schlechtes Buch ist. Ich finde die Umsetzung sehr gelungen. Also ich muss echt sagen, es ist mit einer der besten überhaupt. Also an sich so Literaturumsetzungen, weil es einfach sehr nah am Buch ist. Ich wollte gerade fragen, überhaupt wirklich? Also ja, also klar, ich mag die ersten zwei Harry Potter Filme, die sind sehr nah am Buch. Vom Hobbit wollen wir gar nicht erst anfangen. danach geht es ja auch bei Harry Potter ein bisschen auseinander teilweise, dann wieder zurück. Naja, egal, Harry Potter geht nicht um Harry Potter. Ist ein unerschöpfliches Thema für sich. Wir sind bei Hunger Games. Genau, also deswegen, ich finde die Umsetzung wirklich gut. Also ich denke, dass auch Hardcore-Fans der Bücher auf ihre Kosten kommen, das glaube ich schon. Mhm. Weil wirklich, mir fällt eigentlich nichts ein, was ich jetzt vermisse, wo ich jetzt gesagt habe, das wäre aber schön gewesen, das war im Buch. Bis auf eine Sache vielleicht, die aber mehr ein Gag gewesen wäre. Und ich fand es auch nicht schlimm, dass es nicht da war, weil die verkleiden sich eigentlich, wenn sie auf die Straße gehen, um mit den Flüchtlingen mitzugehen. Also okay. Die machen wirklich mit Perücken und Make-up und so. Wir hätten vielleicht vorher sagen müssen, das hier könnte es sehr, sehr spoilerlastig werden. Aber ist ja klar eigentlich. Ja, stimmt, ist bei uns immer so. Wir können ja auch nichts weglassen, wenn wir das, wenn wir das gut fanden, muss es halt gesagt werden. Nur, wer ihn noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden will, der sollte hier jetzt nochmal abschalten. Das nur nebenbei. Ja, genau. Also das wäre halt ein Gag gewesen, ne? Wenn sie dann sich die Perücken angezogen hätten. Ach so, ich wollte Make-up und so. Also das
wollte gerade fragen, inwiefern verkleiden die sich denn? Also, und ich denke, das hätte dem Ernst der Lage auch ein bisschen einen Abbruch getan, weil es dann ja doch Schlag auf Schlag geht und dramatisch und etc. und so. Also von daher. Ja, die Grenze zur unfreiwilligen Komik war da schmal. Also wäre da schmal gewesen. Die haben die bestimmt. Haben sie bewusst drauf verzichtet, denke ich auch, ja. Ja, also das war schon gut. So an sich hat der Film, es ist ja der zweite Teil, so, und ich gehe jetzt nur auf den zweiten Teil ein, auch, es ist halt fast nur Kampf. Also es ist fast nur Krieg und Kampf, so. Also klar hast du hier und da so ein paar kleine Szenen, es verliert trotzdem nicht an Handlung, so, sie bauen das ganz gut ein, finde ich. Aber es ist halt generell natürlich, die sind im Krieg, ne? Und dann geht's halt auch wirklich immer bum bum, Schlag auf Schlag. Ah, eine Sache, die auch fehlt, die eigentlich ganz schön gewesen wäre, es gibt eigentlich in den Büchern gibt's Trainingssequenzen, die werden halt wirklich als Soldaten ausgebildet. Und das ist natürlich so eine Sache, jetzt werden die da so reingeschmissen und können plötzlich alles und auch Katniss ist irgendwie voll die Kriegsmaschine. Und keiner weiß so genau, okay, hat die das jetzt alles so in der Hunger Games Arena gelernt? Also das ist schon, das wird so ein bisschen dann, aber ja, es ist okay, dass sie das weggelassen haben. Es hätte auch das Pacement gestört wahrscheinlich. Ja, also ich bin zufrieden. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn auch ergreifend hier und da. Es sind ja ein paar krasse Szenen drin auch. Auch ein paar echt spannende Szenen, wo teilweise echt die Spannung aufgebaut wird und du sitzt in deinem Sessel und denkst so, wann kommt's endlich? Hatte ich so eine Situation und im Spannungsbogen zerren die ganz schön teilweise, ja. Das muss man echt sagen. Ich fand den Epilog jetzt ein bisschen schräg. Aber ansonsten, ich habe immer meine Probleme mit Epilogen, aber ansonsten ist es okay gewesen. Also ich fand den gut, also ich fand den echt gut. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Die Filme passen alle zusammen, die haben alle einen ähnlichen Look, was ich sehr gut finde, was man auch von vielen Literaturverfilmungen nicht sagen kann. Vor allem mehr Teil an Serien, Buchserien oder Literaturverfilmungsserien, ja. Also das ist wirklich ein Pluspunkt, absolut, weil einfach du kannst die vier Filme einfach durchgucken. Ja. So, und das Schöne ist halt wirklich, dass jetzt der zweite Mockingjay an den ersten nahtlos angeht. Also das ist auch cool. Wie gesagt, wir haben ihn erst heute Nachmittag nochmal geguckt und was waren gut dann war. Haben uns dann sehr gefreut. Das ist halt wirklich total nahtlos. Ja. Das fällt ja keinem auf, wer den Film nicht vorher gesehen hat. Aber wenn man dann später die DVDs hat, macht man sich ja vielleicht mal so einen Doppelfeature-Abend und dann ist das eigentlich ganz geil. Ja, das fand ich auch cool. Oh, Licht aus, Licht an. Danke. Ha. Neues Auto. Ja, wie fandest du ihn denn? Also du hast die Bücher ja nicht gelesen, wie du eben schon gesagt hast. Jetzt musst du mal erzählen, ob du irgendwas vermisst hast. Das ist richtig. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich fand ihn auch... Was machst du denn da? Ich geh weg. Warum? Mach weiter. Ich habe die Bücher nicht gelesen, nee, aber das hat mich jetzt auch nicht gestört. Ich fand den Film auch sehr gut, muss ich sagen. Also es sind dafür, dass, ich weiß nicht, ich bin immer grundsätzlich ein bisschen skeptisch, was diese Young Adult Literature Verfilmungen angeht. Die Hunger Games Verfilmungen, die haben mir doch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe damals den ersten Film gesehen, fand den nicht so gut, weil ich halt, die Thematik war halt damals für mich nicht neu. Also, weil du eben auch gesagt hast, innovativ und neue Idee, die Idee an sich ist halt nicht neu. Für mich war sie das nicht. Für die Leute, die es interessiert, es gibt halt ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, aber ist auch egal. Es gibt einen Film oder einen Zweiteiler aus Japan, der nennt sich Battle Royale. Und die Prämisse ist nicht ganz eins zu eins, aber es gibt, wir haben ihn ja inzwischen geguckt und es gibt definitiv Parallelen. Ja. Und deswegen war ich damals dem Hunger Games gegenüber, dem ersten Teil, ein bisschen skeptisch gegenüber und habe gesagt, ja, der ist okay. Und der zweite Teil hat das dann alles, also der Catching Fire, der hat das dann aber alles relativiert. Also jetzt rückbetrachtend sehe ich den ersten Teil auch mit anderen Augen und
dann ging es halt eigentlich los, dass ich halt auch wissen wollte, wie es weitergeht und so. Ich fand, also den zweiten Teil fand ich sehr gut, den dritten Teil fand ich, auch wenn der jetzt mehr oder weniger ein Epilog war zu dem heutigen Teil, fand ich den sehr, sehr spannend und habe damals auch im Kino schon gesagt, so, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich find's auch super, dass der Film wirklich nahtlos ineinander übergeht. Man setzt wirklich da ein, wo der letzte Film aufgehört hat. Es gibt keine Rückblende, es gibt kein, was bisher geschah oder so. In keiner Form. Deswegen... Last time on Hunger Games. Ja, genau. Previously on Hunger Games. Das gibt es halt nicht. Deswegen, falls es lange her ist, dass ihr den ersten Teil gesehen habt, guckt ihn vorher nochmal, bevor ihr ins Kino geht. Das empfiehlt sich wirklich. Ja. Es ist nicht so, dass man der Handlung nicht folgen kann. Es ist so. Ja auch, vielleicht sollte man das sagen, es ist ja eigentlich auch ein Buch. Die haben natürlich mal wieder ein Buch in zwei Teile gesplittet. Genau, seit Harry Potter ist das ja gang und gäbe. Also, weil man das halt heute so macht. Das genau. Macht man nicht so. Das gehört sich halt so. Oder man macht einfach drei Filme. Ach, wir wollten ja nicht über den Hobbit wollten wir nicht drüber reden, genau. Ja, also es ist nicht so, dass man den Film dann nicht versteht, aber es gibt halt so, wie das dann halt so ist. Es gibt so Kleinigkeiten, wo es dann passieren könnte, dass man da sitzt und sagt, wer war das jetzt nochmal und wie war das jetzt nochmal? Deswegen sollte man den Film gucken, den ersten Teil vorher nochmal gucken. Vom Look war der super. Das Pacing war halt, wie du schon gesagt hast, finde ich auch sehr gut. Als du jetzt gesagt hast, das war alles Kampf. Ja, wir sind jetzt im aktiven Teil des Buches. Das merkt man halt schon, aber es gibt trotzdem, es gibt Gespräche, es gibt Charakterentwicklung. Gerade Peter halt hat eigentlich, also Respekt an Josh Hutcherson. Hutcherson. Der da wirklich einen Großteil der Dramatik fast alleine trägt in dem Film. Und sehr eingeschränkt ist, dass er viel gefesselt ist und, und auch eigentlich nicht viel an die Hand kriegt zum Darstellen und er holt alles raus, was irgendwie geht. Das fand ich sehr, sehr gut. Der Film ist spannend, ist wirklich. Er zieht den Spannungsbogen manchmal sehr, sehr lang. Ich sollte keine Metaphern benutzen, von denen ich nicht weiß, wo sie hinführen sollen. Das klingt nämlich jetzt so, als wäre er langweilig. Ja, genau. Nein, immer wenn man denkt, jetzt müsste aber was passieren, zögern sie es noch ein bisschen weiter hinaus. Und dann ist das, was passierte, aber auch relativ schnell wieder vorbei, ne? Hab ich so gedacht. Nee, aber das fand ich nämlich eben nicht. Also ich fand halt, da wir jetzt letztens den Seelen geguckt haben, so, habe ich gedacht, und hier beim Mockingjay kann man halt genau sehen, wie man es richtig macht. Weil halt der Seelen nicht schlecht war, aber einfach stinkend langweilig, weil immer wenn was passierte, war es so kurz, dass es halt gar keine Abwechslung geboten hat. Und das war hier, fand ich, nicht der Fall. Ja. Die Gefechte waren heftig und lang genug, um einen richtig hoch, um das Adrenalin richtig hoch zu pushen, aber nicht zu lang, dass man schon wieder gedacht hat, jetzt reicht's aber auch mit dem Geballer und so. Und dann kamen halt wieder die ruhigen Momente. Ja, so meinte ich das. Ach so, du meintest das positiver, als ich das jetzt verstanden habe. Ja, okay. Ja. What he said. Genau. Und das war schön abwechslungsreich. Also man hat es im Kino gehört, es war halt auch Totenstille, weil alle wirklich gebannt zugeguckt haben. Aber du hast natürlich auch wieder ein gutes Publikum gehabt, weil wir ja in der UV mal wieder waren. Das auch, ja, genau. und war halt kein 2,50 € Kino heute. Der Look ist gut. Er ist halt spannend, es ist halt ein gut aufgebauter Film. Ja. Ich bin immer wieder überrascht, mit was für einer Freigabe die Hunger Games Serie so davon kommt, weil es fließt zwar natürlich wie in allen PG-13/FSK-12 Filmen nicht Blut, aber die Bilder, die Stimmung, die Sachen, die passieren, heftig. Also vielleicht unterschätze ich die 12-Jährigen von heute, aber ich fand es teilweise krass. Also es gab einige Szenen im Film, die mich... Der Film hat was Interessantes geschafft. Er ist teilweise ein bisschen formelhaft. Also es gibt so ein paar Abläufe in dem Film, die man kennt und wo man weiß, was passiert. Also was ich auch im Kino gesagt habe, als Finnick auftaucht und mitkämpft und Katniss zu ihm sagt, oh, das war aber das war
das waren aber kurze Flitterwochen, nachdem Finnick geheiratet hat, habe ich direkt zu dir gesagt, oh, der ist so tot. Das ist halt so formelhaft, ne? Wenn jemand gerade den glücklichsten Moment seines Lebens hinter sich gebracht hat und dann sich entschließt, doch in den Kampf zu ziehen in so einem Film, stirbt er. Es ist einfach so. Und da gibt es gibt so ein paar Abläufe, die durchaus formelhaft sind in dem Film. Damit hat der Film mich dann aber wieder so eingelullt, dass ich die Entwicklung, dass ich halt quasi wie soll ich das jetzt erklären? Also, dass halt Präsident Snow nicht an sämtlichen Desastern schuld ist. Also es gehen halt Zivilisten drauf, darunter auch Katniss Schwester, was mich sehr überrascht hat. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe es im Buch nicht damit gerechnet. Ich saß da mit meiner 3D-Brille und sie saß genauso neben mir wie jetzt und ich, Primrose stirbt und ich. Und ich. Also es war stille Kommunikation im Sinne von im Ernst jetzt, im Ernst. Und das war sehr überraschend und halt, dass aber diese Bombenanschlagserie, die dafür verantwortlich war, halt nicht auf den Mist von Präsident Snow gewachsen ist, sondern auf den von Präsident Coin. Das hat mich überrascht, weil ich bis dahin so eingelullt war. Wobei ich ja bei Filmen mich sowieso gerne einlullen lasse. Aber das, was dann wieder passiert ist und die Auflösung und so, das war dann für mich auch wieder absehbar. Aber hat mich nicht gestört. Ich habe es mir trotzdem gerne angeguckt. Ich fand's gut, ich fand's konsequent. Und den Epilog hätte ich auch nicht gebraucht. Also in diese Szene, wo Katniss dann zu Peter ins Zimmer geht und sich ins Bett legt und er nochmal fragt, you love me, real or not real? Und sie sagt, real. Das wäre für mich ein perfektes Ende gewesen. So. Ja. Also diesen Epilog hätte ich nicht mehr gebraucht. Ja, aber ich verstehe, warum man da ist. Ich glaube, das ist auch Fanservice, weil den gibt es im Buch halt auch. Ah, okay. Und das ist dann wie bei Harry Potter auch der Abschluss und guck, jetzt haben sie Kinder und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage, bla, etc. Also es ist ein Märchen. Deswegen sage ich auch, ich verstehe, warum er da ist. Es ist immer noch auch Jugendliteratur und Happy Ending halt, ne? Ja, muss dann halt teilweise auch sein. So. Ja. Wie gesagt, fand ich jetzt auch nicht schlimm. Hätte ich nicht gebraucht, hat mich aber nicht so gestört, dass ich gesagt hätte, finde ich jetzt aber scheiße. Ja, also im Großen und Ganzen, es ist auch ein guter Actionfilm einfach. Wenn man jetzt ein guter Actionfilm mit einer guten Handlung, mit einer guten Story, mit einfach auch exzellenten Schauspielern. Das muss man immer wieder sagen. Also allen voran halt wirklich Jennifer Lawrence, die wirklich eine junge Schauspielerin ist, die wirklich alle Lorbeeren, die ihr zugeschrieben und zugesteckt werden, wirklich verdient. Also sie ist wirklich gut. Es ist auch, weil sie einfach Mut hat, weil sie Mut zur Hässlichkeit hat. Du sagst ja sowieso immer, sie ist eine, wenn sie emotional wird, sie packt dich mit ihrer Darbietung. Und das verstehe ich, das tut sie bei mir auch. Ich finde sie so authentisch und echt. Sie scheut sich nicht zu heulen, zu rotzen, zu sabbern und so halt den ganzen Schmerz halt einfach zu zeigen und das Gesicht zu schreien. Und also es, genau, die ist wirklich, die stürzt sich rein wie ein Kamikaze-Krieger. Also es ist und zieht einen einfach faszinierend. Warum geht die denn? Ich weiß nicht. Okay. Oh, jetzt ist ganz dunkel. Moment, dann machen wir es anders. Gut. Okay. Das kenne ich von Midnight Screenings, da machen sie es auch immer so. Ja, gut. Aber jetzt muss ich wieder. Also. Ja, und sie zieht einen halt mit rein. So. Und sie ist großartig. Donald Sutherland als Präsident Snow ist einfach widerwärtig. Ja, das also ist krass. Groß, der ist so hassenswert. Widerwärtig großartig, genau. Auch die Chemie und das Zusammenspiel zwischen Willow Shields und Jennifer Lawrence ist perfekt. Also zwischen Primrose und Katniss. Ja. Ich finde Julianne Moore auch gut. Ja, die ist halt auch nicht sympathisch. So. Das ist auch immer gut. Also sie ist oft kritisiert worden, dass sie die Rolle so langweilig spielt. Aber ich glaube, die Rolle ist halt so. Also ich finde, sie erfüllt diesen Charakter sehr, sehr gut. Für mich immer noch der kleine, manchmal ein bisschen versteckte Star des Films ist für mich immer noch Elizabeth Banks als Effie Trinket.
Ich liebe die. Die ist großartig. Wirklich, ja. Also Effi ist so ein schlimmer Charakter am Anfang und die wächst einem so ans Herz über die Filme. Und absolut. Ist so toll und ist auch so dabei und hat so einen tollen Moment jetzt in diesem Film am Ende, wo sie halt sich verabschiedet von Katniss und Haymitch und wo sie halt wirklich so ganz close up halt, ne, wo du wirklich denkst, gleich läuft ihr durch das Make-up die Träne hier runter und sie dann so ja. Und dann weiter. Komm, also super. Einfach den Charakter von vorne bis hinten auch erfüllt. Ja, also die ist ganz, großartig. Ganz toll. Wir haben viele Interviews gesehen, wie sie die Rolle angelegt hat und alles, was sie erzählt hat, ich wollte das so und so und so machen und genauso transportiert es sich und sie hat es hundertprozentig getroffen. Und ich finde, also Elizabeth Banks war für mich ein Name vor den Filmen, den ich kannte, aber eine Schauspielerin, zu der ich keine Meinung hatte und die ist in meinem Ansehen sehr, sehr gestiegen mit dieser Rolle. Ich finde sie wirklich großartig und für mich ist sie so ein bisschen der geheime Star des Films. Ja. Woody Harrelson ist toll als Haymitch. Keine Frage. Immer noch, es ist ein Jammer um Philip Seymour Hoffman. Ja. Dass er nicht mehr unter uns weilt. Das war auch ein sehr begnadeter Schauspieler. Stanley Tucci in seinen zwei Auftritten. jetzt halt auch um einiges weniger als in den anderen Filmen, aber, ja, aber auch es geht halt nicht mehr ums Kapitol. Genau. Stanley Tucci ist aber auch immer eine Bank, so wie viele andere auch. Der hat auf jeden Fall Spaß daran. Ja, ein toller Schauspieler auch. Ja, du musst jetzt aber noch zu den zwei Hauptcharakteren kommen. Ach so, ja, Jennifer Lawrence habe ich ja. Die zwei Männer. Ach so, das sind für mich nicht die Hauptcharaktere. Ja, ich komme aber, ne? Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Liam Hemsworth. Ja, Josh Hutcherson hatte ich ja jetzt auch schon. Also der holt mehr aus der, habe ich eben schon gesagt, er holt mehr aus der Rolle raus, als eigentlich drin ist jetzt in dem Film. In den anderen Filmen sowieso. Ja, sehr, sehr gut, kann ich nicht so sagen. Liam Hemsworth halte ich immer noch für eine Flasche. Ich weiß nicht. Wir hatten heute, nachdem wir den zweiten Film geguckt haben, oder während wir den zweiten Film geguckt haben, den ersten Film geguckt haben, haben wir eine Diskussion darüber gehabt, warum die Chemie zwischen den Zweien nicht stimmt. Also zwischen Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth. Wobei man ja weiß, dass die sehr gute Kumpels sind, aber entweder liegt es halt wirklich daran, oder was ich dann gesagt habe, war halt, dass die Beziehung zwischen den beiden auch in den Büchern immer etwas schwierig war. Und vielleicht unterschätzen wir den Herrn Hemsworth und vielleicht ist es deswegen eine merkwürdige, unchemievolle Verbindung auf dem Bildschirm. Also, keine Ahnung, vielleicht sollte es so sein, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch Liam Hemsworth jetzt nicht der begnadeteste Schauspieler. Kann sein, dass es eine Inszenierungssache ist, das weiß ich nicht. Mich stört er nicht, sage ich mal so, aber ich war auch schon immer, sagt man das hier auch, Team Peter? Bestimmt, das ist jetzt ins allgemeine Kulturerbe eingegangen. Bei Dreiecksgeschichten, ja. Also ich fand sowieso Peter immer schon die bessere Wahl vom ersten Film an. Gale fand ich immer schon blöd. Also ich bin auch kein Hemsworth-Fan, von beiden ja nicht, sag ich mal so. Ja, aber Chris ist mir trotzdem lieber als Liam. Aber das, er stört mich nicht, aber er ist auch jetzt nicht der Mensch, zu dem ich gucke, wenn ich diesen Film gucke. Also, bei Chris Hemsworth habe ich wenigstens den einen oder anderen Film und die eine oder andere Rolle und sei es halt hauptsächlich Thor, wo ich sage, das funktioniert, das ist gut, das macht er super. Bei Liam Hemsworth bleibt das bis jetzt noch aus. Und ja, vielleicht ist die Beziehung zwischen den beiden auch komisch, aber wenn, ich weiß nicht, mich stört bei Liam Hemsworth einfach, wenn er mir nicht erzählt, wie er sich gerade fühlt, sehe ich es nicht. Ja. Es sei denn, sie haben ihm gerade wieder Glycerin in die Augen gepackt. Glycerin. Ich weiß es nicht. Glycerin ist das eine falsche Tränen. Ah, ja, okay. Nicht Nitroglycerin. Dann wäre sein Kopf explodiert. aber das ist auch eine persönliche Ansicht meinerseits. Also andere werden das vielleicht anders sehen. Bisher hat er mich einfach noch nicht überzeugt und das tut er hier auch nicht. Und ich finde halt, dass Jennifer Lawrence eine bessere Chemie mit ihrem Bogen hat als mit Liam Hemsworth. Ja, der ist ja auch cool. Und das stimmt. Ich hab ja auch ein Faible für Bogenschützen. Das ist schon geil. Das ist das Einzige, was Legolas für mich rehabilitiert.
dass er einen Bogen hat. Oh, Legolas. Wieder anderes Thema. Womit wir wieder, ach egal. Ja. Sonst würde ich halt nur noch sagen, der Film ist sehr, sehr gut gemacht und die Effekte sind gut, er ist spannend, er ist gut Unterhaltung, er hat tolle Schauspieler. Aber jetzt zu den Effekten 3D, wozu? Warum? Das wollte ich auch noch sagen. Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Also, die 2-3 Euro Aufpreis hätte ich mir echt sparen können, muss ich sagen. Ja, also, es gab keine Szene, wo ich gedacht habe, oh cool, das hat sich jetzt gelohnt irgendwie. Also da hatte ich den Effekt mehr beim Star Wars Trailer. Beim Star Wars allein. Ja, das war cool. Da waren die 3D-Effekte, wo ich schon gedacht habe, oh, alles klar, hier funktioniert das super. Habe ich bei dem Film in keiner Minute gehabt. Also, nee. Unsere Empfehlung in dem Fall, wenn ihr eine Vorstellung finden könnt, wo ihr 3-4 Euro sparen könnt, indem ihr einfach keine 3D-Aufführung nimmt, macht es ruhig. Ja, der Film hat es nicht unbedingt nötig, muss ich sagen. Auch nicht, wenn die Monster aufgetaucht sind da in dem Schacht, die mich übrigens ein bisschen an die Vampire aus Priest erinnert haben. Ja! Ne, so diese kurze Assoziation hatte ich. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das erinnert mich an was. Ja, die Vampire aus Priest, ja. Das war es bei mir halt. Ja, blinde Vampire halt. Genau. Ja, das stimmt, die waren sehr ähnlich. Aber auch eine geile Szene, auch Phoenix' Part in dieser Szene war eine der coolsten Action-Szenen. Ja. Auch. Diese ganzen, das ist auch sehr spannend in dem Film, diese ganzen Fallen, die da auftauchen. Man ist immer gespannt, was passiert als nächstes. Und es ist immer doch häufig sehr überraschend gewesen. Ja. Also spart euch aber ruhig ein paar Euro, wenn ihr auch nicht unbedingt 3D haben müsst. Und ansonsten, jeder, der die ersten Filme gesehen hat und den sehen möchte, geht rein. Jeder, der die Bücher gut fand, geht rein. Jeder, der einen guten Actionfilm sehen will und nicht unbedingt literweise Blut bei Actionfilmen haben muss, obwohl ich ja eigentlich selber zu der Fraktion gehöre. Ich sag nur Expendables 3. Geht rein. Von mir eine Empfehlung. Mhm. Guter Film, gute Filmreihe. Tolle Schauspieler, gut gemacht. Amen. Amen. Soll ich auf Ende drücken? Sind wir fertig? Du hast nichts mehr hinzuzufügen? Du hast eigentlich alles gesagt. Okay. Gut. Glaube ich. Glaubst du? Ja, ich glaube schon. Gut. Dann glauben wir das jetzt beide und verabschieden uns hiermit. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.